Hallo und herzlich willkommen zu SimCity Projekt Großstadt mit einer Kamerafahrt in der beginnenden Abenddämmerung. Ja, eigentlich um ein paar abgewrackte Industriegebäude, aber der Turm der großen Feuerwehrwache kommt auch mal mit durchs Bild. Ja, Teil 18 inzwischen schon. Nanu. Die Busse sind unterwegs und auch die Fahrzeuge der Recycling-Firma. Ja, die Gebäude sehen schon wieder ganz schön mitgenommen aus. Und ich habe auch schon bei den hinteren Gebäuden hier die Ausweisung für Industriegebiete entfernt, sodass die dann auch ja, nicht mehr, also dass dann wahrscheinlich sich dort Wohngebäude ansiedeln werden. So, warum ist denn das Grund? Das Gebäude ist verlassen, weil dort niedrige Grundstückspreise sind. Ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn die Grundstückspreise niedrig sind und man gern hohe Grundstückspreise hätte. Aber was will man machen? Mann, das ist ja schon wieder richtig viel. 9 verlassene Gebäude. Eieiei. So, erstmal ordentlich abgewrackt. Und irgendeine Idee hatte ich letztens noch am Ende der Aufnahme. Aber, ach ja, genau. Erstmal schauen, ob ich noch ein bisschen Platz habe für ein Fahrzeug zum Chemikalienschutz. Und dadurch, dass die ja nicht alle ganz eng dran stehen müssen an der Feuerwache, passt das auch wunderbar gegenüber hin. Ah, das ist ja erstklassig. Ich kann die sogar in Richtung des Industriegebietes ausrichten. Da werde ich das natürlich machen, weil ja dort höchstwahrscheinlich die meisten oder wenn überhaupt ein Chemiebrand entsteht, der dann dort entsteht. Probieren wir es mal hier. Hightech-Brandbekämpfung zur großen Feuerwache, eine Chemikalienschutz, Kfz-Garage, Landeplatz und Brandschutz. Ja, ist immer ziemlich schnell weg, die Info, aber jedenfalls Begeisterung im Herausforderungsbereich ausgebrochen. Gut, sieht erstmal relativ friedlich aus in den Abendstunden. So, mal schauen. So, das ist ja auch alles ausgebaut. Na gut, ich kann noch mal probieren, den vierten Transporter hinzuzufügen. Ja, der Rest, die ganzen Fertigungsstraßen sind ja alle maximiert. Ein Plätzchen für das Schild. Naja. Möchte hier neben der Bibliothek vielleicht lieber jemand wohnen? Dann kann ich da auf das Schild auch verzichten. Gucken, wie es da läuft. So, was macht das Erdöl? Gibt es da noch? Gucken, wie die Grundwasserkarte aussieht. Ja, hier bildet sich schon ein großer, schöner Fleck. Was ist das? Die Prozessorfertigung erzeugt eine Bodenverschmutzung. Das ist ja ein bisschen. Ja gut, hatte ich schon halb wieder vergessen. Also ich wusste, dass die eine Bodenverschmutzung erzeugen, aber wenn man jetzt so richtig mal überlegt, warum, dann machen die da etwa merkwürdige Sachen mit ihrem Abwasser oder wie läuft das? So, was haben wir hier? Legierungen. Ja, und das Übliche. Falls wir tatsächlich mehr LKWs brauchen könnten,
Ach, das geht auch hier vorne. Prima. Dann baue ich hier mal welche an. Jetzt steht schon wieder dieser Elektronikbericht, Transaktion des Monats oben, aber irgendwie kommt das jeden Tag so gegen, sagen wir mal, 0.15 Uhr. Und das kann ja, weiß ich nicht, das ist, ich würde eher sagen, das ist der tägliche Transaktionsbericht. Oder, was auch immer. Jedenfalls machen wir Plus. Ganz gut. Umsatz durch Computer, TVs und Prozessoren liegt in etwa bei 2,5 Millionen am Tag. Was ist das? Der Reiz des Verbrechens. Der Reiz des Bösen. Ah. Unschuldige Stadt in eine Brutstätte des Bösen zu verwandeln. Lassen Sie weitere schmutzige Fabriken bauen. Ach, ich möchte keine Kriminellen in die Stadt locken. Nee, so richtig nicht. Und so, was haben wir hier? Öl, Tourismus. Unsere Stadt wird von der wirtschaftlichen Talfahrt mitgerissen. Unternehmen Sie etwas. So, wo sind denn die anderen Symbole jetzt hier hin? Da war noch gerade wieder dieses Symbol, was kursmäßig stark nach oben geht. Hm. So, dann ist mir eingefallen, dass ein Upgrade verfügbar ist. Ja, aber weiß nicht, also es ist ja auch wieder Platz. Das Öl ist irgendwann aufgebraucht. Legierung, Kunststoff. Na gut, Kunststofflager. Ja, ist nicht ganz so groß der Brocken, aber von der Grundfläche her auch eigentlich ziemlich großer Bedarf. Na, ach, vielleicht setze ich das mal irgendwann hin, wenn die Ölvorkommen aufgebraucht sind. Aber es kann natürlich sein, dass es genau die Sache wäre, dass man die Ölvorkommen schneller abtransportieren kann, wenn ich es jetzt auf die Schiene lege. Tja, Rohölabteilung. Ach, Moment. Das war glaube ich hier vorne. Ja, meine Damen und Herren, Stadtverordneten, wo möchten Sie Ihre Rohölabteilung hinhaben? Ja, was soll's. Ich mach's einfach hier hin. Moment, erstmal schauen. Ich prüfe das mal mit Straßen. Wie denn? Aha. Sozusagen hier. Wenn dann später sozusagen das Handelsdepot hier hinten wegfällt und dann Wohnungen dort vermutlich entstehen. Damit die Rohölabteilung da nicht im Weg rumsteht, packen wir die einfach mal hier hin. Ausrichtung, naja. Machen wir mal so. Sehr gut. Auf geht's zum Umschlagplatz und ein Rohöllager hinzufügen. Damit das alles hier vernünftig 10.000 Barrel, ja, lass mal hier noch lieber Luft, falls dort die das Öl
Kraftwerk noch erweitert wird. So, beim Rohöl lassen wir erstmal die lokale Verwendung, weil wir das ja zum Großprojekt schicken. Und dann läuft die Sache. Na, kommt schon jemand? Sagenhaft, das Rohöl wird schon begeistert geliefert. Die Frage ist, ob das mit Zug oder über die Straße zum Großprojekt gefahren werden soll. Rohölabteilung von Wuselhausen erlaubt es allen Städten in Neues Land. Ja, Lauftext. Was ist los da oben? Das Rohölhandelslager zu verwenden. Aha, alles klar. Gut, dann werde ich einfach jetzt hier noch die restlichen Garagen hinsetzen. Na gut, lasse ich mal eine offen. Darauf kommt es nicht mehr an. So, da prüfen wir mal. Wie sieht es in der Bildung aus? Naja, halbwegs akzeptabel. Die Einwohnerzahlen. Wenn wir hier hinten schon eine Straße gebaut haben, dann können wir hier auch ein paar Wohngebiete ausweisen. Ist ja nach wie vor Bedarf. Der auch sofort angenommen wird. So, mal schauen, wie es beim Großprojekt vorangeht. Was macht denn die Feuerwehr? Ah. Ja, ich könnte jetzt überall noch was hinschicken, aber 2 Wochen. Na, auch vor 2 Wochen. Und dann habe ich mal so den Gedanken gehabt, dass ich mir auch hier hinten einfach eine Stadt schnappen könnte. Um dort dann einfach zum Beispiel ein Großprojekt angehen zu können. Aber das vielleicht mal später. Vielleicht reiße ich zum Schluss die ganze Karte hier an mich. Gut, wie läuft's im Casino? 6400, naja, wird doch von Tag zu Tag ein kleines bisschen mehr, wie es scheint. Und vielleicht sollte ich doch nochmal mit der Tourismus-Sache hier das ein bisschen ein paar mehr Leute in die Stadt holen, aber 50.000 Giralda. Der Glockenturm ist das ehemalige Minarett der Kathedrale von Sevilla. Hat mal in Spanien gestanden, steht hier, ursprünglicher Standort. Ach, ist auch gar nicht so groß, wie man platzverschlingend befürchten könnte. So, ich glaube jetzt... Oh, 2900 nur noch am Tag. Ach so, stimmt, es sind ja ein paar Pumpen weggefallen. So, und jetzt, also die erste, ja, ich glaube, die erste Ölquelle, die wird jetzt sehr bald dran glauben müssen. Obwohl, nee, ich will ja, solange wie das Großprojekt noch läuft, will ich da so viel wie möglich hinschicken. Da muss die wohl noch eine Weile warten, bis sie abgerissen wird. 1315 Touristen am Tag. Nur mal schauen, vielleicht ist für den... Wie groß ist das? Ist nicht wahrscheinlich, ja. Oh, klasse, der schiefe Turm. Der ist sehr platzsparend. Geht ja nur nach oben, quasi. Aber wohin mit dem schiefen Turm? Etwa hierhin in das Wohngebiet? Dadurch, dass das hier später sowieso das Zentrum der Stadt wird, wenn die Ölvorräte dann endlich alle weg sind. Ach so, die Uni, die braucht ja auch Platz für die Anbauten. Dann setze ich den einfach mal...
Straße verbreitern. Nee, ich glaube, das mit den Straßen bleibt alles so. Also kommt er jetzt hier hin. Eine Welle der Begeisterung fegt durch die Stadt. Sehr gut. Und dann werden wir mal schauen, was das Gebäude so, naja, ergibt. Grundstückspreise. So wie man sich das in etwa vorstellt. So, beim Casino hatten wir ja auch eigentlich ausgebaut. Ich komme mit leeren Taschen heim, habe mich aber köstlich amüsiert. Naja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Wie sieht es mit der Kriminalität aus? Na, ein bisschen mehr. Aber alles im Toleranzbereich. Ah, ich glaube, der Energieverbrauch könnte vielleicht bald steigen. Ansonsten sind wir noch gut im Soll. Mehr Unterkünfte, Tonnen Metall. Rohöl. Ja, dann stelle ich einfach mal hier vorne mehr Unterkünfte zur Verfügung, wenn das gewünscht ist. Schauen, wie es mit den Trümmern aussieht. Naja. Haben wir noch eins? Ja, das versteckt sich hinter dem neuen CyberGen Corp-Gebäude. So, das sieht doch schon mal sehr futuristisch aus hier. Hm. Straßenbahnen sind etwas für Babystädte. Wir brauchen ein echtes Eisenbahnnetz. Also, ich weiß nicht, ob in so einer Stadt, wenn die einmal irgendwie gewachsen ist, da überhaupt noch ansatzweise Platz ist für Bahnhof für Personenverkehr. Stellen Sie diesen Bahnhof für die Züge der Region an den Schienen auf. Die Bewohner angebundener Städte pendeln mit Zügen zur Arbeit und kommen zum Shoppen in ihre Stadt. Auch Touristen der unteren und mittleren Einkommensschicht aus der Region nutzen diese Transportmöglichkeit. Ach, das ist ja wunderbar. Ich hatte schon befürchtet, dass man Gleise durch die Stadt legen muss. Aber das klappt ja auch wunderbar. Direkt an den bereits verlegten Gleisen. So, Futura Reaktor Co. Da läuft der Versand gut. Hm, die möchte ich ja ungern abreißen. Mal schauen, wie das hier. Ja, der würde dann hier hinpassen. Oder ich verlängere eben die Gleise irgendwie. Mal schauen, wenn ich zum Beispiel hier. Wenn ich jetzt hier die Gleise mal. Na nun, warum ist denn das schräg hier? Wenn ich jetzt zum Test einfach mal die Gleise bis hier ziehe. Aber ich glaube, der Bahnhof braucht auch noch gleichzeitig eine Straßen. Ja, eine Anbindung an die Straße, damit die Leute erstmal zum Bahnhof kommen können. Und das ist natürlich dann. Also muss wahrscheinlich doch die
Firma dort hinten weichen. Gut, ich glaube, das ist eine Sache, die ich im nächsten Teil dann und auch bei Tageslicht ergründen werde. Oh, jetzt sind wir schon bei 3,2 Millionen. Wo ich ja eher doch sagen würde, das sind Tageseinnahmen und nicht Monatseinnahmen. Ja, das Rohöl ist ja wahrscheinlich auch noch unten. Hier weiter unten irgendwo zu finden, wird nicht mehr angezeigt. So. Dann soll es das auch schon wieder gewesen sein für diesen Teil. Und dann werde ich den natürlich mit einer Kamerafahrt um unsere neue Touristenattraktion beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Teil wieder. Tschüss.